Mein Name ist Markus Faas. Ich bin Fototechniker und Fotograf in Berlin und Brandenburg. Und heute gibt's Geschenktipps für Nicht-Fotografen. Also, wenn du von Fotografie keine Ahnung hast und hast einen befreundeten Fotografen, möchtest dem ein Geschenk machen, dann bist du jetzt richtig. Wenn du selber Fotograf oder engagierter Fotoamateur bist, dann ist das heute mal ausnahmsweise nicht das richtige Video für dich. Es sei denn, du möchtest einem befreundeten Menschen mit diesem Video, was du an ihn weiterleitest, einen Tipp geben, wie er dir eine Freude machen kann. Aber in diesem Video gibt's Geschenktipps, Geschenkanregungen für Nicht-Fotografen und es gibt Hinweise, was ihr nicht schenken könnt. Und unten in der Videobeschreibung habe ich dann eine Linkliste mit den Dingen, die ich hier vorstelle und wo ihr ein bisschen stöbern könnt, weitere Anregungen bekommt und dann vielleicht auch ein interessantes Überraschungsgeschenk findet für eine befreundete Fotografin oder einen Fotografen. Ja, was könnt ihr einem Fotografen nicht schenken? Ihr könnt ihm keine Kameratechnik schenken, ihr könnt ihm keine Objektive schenken, ihr könnt ihm nichts schenken, wo man ein sehr spezialisiertes Wissen hat. Denn wir Fotografen, wir haben sehr, sehr genaue Vorstellungen von unserer Ausrüstung, was wir gerne haben wollen und deswegen musst du aus einem anderen Bereich uns ein Überraschungsgeschenk machen. Was für uns immer ein Thema ist, das ist die Reinigung unserer Linsen, unserer Kameras etc. Und da können wir eigentlich immer was gebrauchen. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Anregungen, was das sein könnte. Das könnte zum Beispiel ein professioneller Blasebalg sein, der sogar noch einen Staubfilter drin hat, mit dem wir Staub von unserer Kamera und von unseren empfindlichen Objektiven blasen können. Eventuell professionelle Mikrofasertücher, die speziell für Fotografen, für Fotokameras entwickelt worden sind oder solche speziellen von Fotoherstellern entwickelte Reinigungstücher. Das könnte ein interessantes Geschenk sein. Dann gibt es noch eine Firma, die heißt Peak Design. Und die machen sehr, sehr nützliches Zubehör, zum Beispiel hier so ein Gürtel, Schulterträger, Adapter. Da kann man die Kamera ganz schnell einhängen. Sowas ist gar nicht so bekannt. Und ja, das ist ein tolles Überraschungsgeschenk, was auch einem Fotografen neue Möglichkeiten eröffnet. Da ist alles dabei, was man braucht. Und dann kann man in so einer Situation, wo man die Kamera nicht so schnell woanders hinlegen kann etc. und sie immer griffbereit haben möchte, beim Wandern, draußen, on location, sagen wir dazu, dann kann man da die Kamera an eine Stelle, wo man dieses Gerät anbringt, ohne weiteres anklicken und sie ist gleich gesichert und fällt nicht runter. Zudem gibt es auch von Peak Design solche Kameragurte und Schlaufen. Das ist auch sehr praktisch, da können wir nämlich die Schlaufe sehr schnell wechseln, indem wir diese Dinger anbringen und uns da einfach einklicken mit unseren verschiedenen Gürteln. Also, das verlinke ich dir unten und das könnte so eine kleine Spielerei sein, worüber wir uns als Fotografen freuen. Dann eventuell ein Reisestativ. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich auch nochmal und dort findest du Hinweise für so ein Reisestativ. Das ist schon ein sehr, sehr wertvolles Geschenk und das ist aber auch eine Sache, die uns eventuell, wenn man gerne auf Reisen fotografiert, bereichert und wo man nicht ganz so viel verkehrt machen kann, obwohl es ein technisches Geschenk ist. Ja, was auch noch eine Möglichkeit ist, ich suche da mal was raus und verlinke es unten, das ist zum Beispiel ein Universal-Fernauslöser. Da gibt es Systeme, da kann man dann Adapter bekommen für verschiedene Kamerasysteme und das ist auch immer eine tolle Sache, sozusagen die Kamera drahtlos fernauslösen zu können.
Wir Fotografen freuen uns auch über Fotobücher. Wir schauen gerne auch mal in Ruhe entspannt andere Fotos an, tolle Fotos von Fotografen, und dadurch bekommen wir Anregungen, und es ist auch spannend, was wir dann dort sehen, eventuell mit welchen Entwicklungen, Retuschiertechniken solche Fotos bearbeitet wurden. Von ein paar YouTube-Kollegen gibt es gerade jetzt ganz neue, aktuelle Fotobücher, die ich spannend fände. Ich verlinke darauf, und vielleicht sagst du auch, ja, das ist etwas, was ich schenken möchte. Ja, einen leeren Bilderrahmen könnte auch eine witzige Geschenkidee sein. Das ist so das Signal, ich schenke dir den Bilderrahmen und ich möchte gerne ein paar Bilder von dir aufhängen. Und diesen Bilderrahmen kann dann euer befreundeter Fotograf füllen, die Fotografin, und hat da bestimmt Freude dran, die Bilder in schönen Bilderrahmen zu präsentieren, insbesondere auch in der Partnerschaft dann einen Bilderrahmen zu haben, der dir gefällt. Und das könnte ein sehr partnerschaftliches Geschenk sein. Ja, man könnte auch über eine Fototasche nachdenken, aber da wäre ich auch eher vorsichtig. Fototaschen müssen sehr genau auf die Kamera angepasst sein, und das halte ich nicht für ein ideales Geschenk. Was eine tolle Möglichkeit ist, ist eine Fotoreise zu schenken. Ja, es gibt interessante Fotoreisen, da organisiert ein Profifotograf vor Ort an interessanten Locations. Dort organisiert der alles, und gleichzeitig ist das so ein Teamlernen. Das ist in der Regel gleichzeitig ein Workshop, und das macht Spaß, da sind wir unter Gleichgesinnten. Das könnte ein tolles Geschenk sein, und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Ja, auch dazu gibt es ein paar Links unten in der Videobeschreibung. Ja, ein sehr persönliches Geschenk könnte auch sein, ein Fotoshooting. Du schenkst dich als Model und sagst, ich wünsche mir ein Fotoshooting von dir. Und ein YouTube-Kollege, der hat ein interessantes Heft rausgegeben, nämlich, der macht immer so eine Zeitschrift, und das heißt, wie fotografiere ich meine Freundin? Freund, egal. Also wie fotografiere ich meinen Partner? Da hast du nämlich etwas, das kannst du wirklich verschenken. Das hat der sozusagen auch dann in der Hand zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum. Und das sind interessante Anregungen über Porträtfotografie, aber auch gerade, wie man Fotografie in die Partnerschaft integriert. Und aber auch technische Anregungen, einfach so ein bisschen was zu schmökern in der Weihnachtszeit, schönes Geschenk. Und dann eventuell die Bereitschaft, ich stelle mich zur Verfügung. Und ich wünsche mir Fotos, und da haben wahrscheinlich beide was davon. Ja, ich, auch hier wieder, werde ich dir den Link unten in die Videobeschreibung kopieren, wo du dieses Heft bekommst, und vielleicht ist das eine interessante Idee für dich. Dann gibt es aber auch Workshops. Dort stellt der Workshop-Organisator professionelle Models zur Verfügung. Das ist ein Fotoworkshop mit einem professionellen Fotoshooting in professioneller Umgebung mit einer professionellen Studioblitzanlage. Und das ist auch eine Möglichkeit für uns Fotografen, für Hobbyfotografen, neue Bereiche zu erschließen, neue Erfahrungen zu sammeln, nämlich mal so ein professionelles Studio-Shooting zu machen. Auch dazu gibt es Links. Und dann gibt es Software-Kurse. Auch dazu gibt es einen Link. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil da will man in der Regel für so einen Software-Workshop nicht so lange anreisen. Also das ist meist, da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr da einen regionalen Anbieter findet. Aber vielleicht findet ihr mit der RAW Academy ein Beispiel und dadurch eine Suchhilfe, um was Adäquates in eurer Nähe zu finden.
Ja, das waren die wichtigsten Tipps und auch die Don'ts, also das, was ich euch nicht empfehle. Und ich wünsche euch jetzt ein interessantes, schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Und ich hoffe, ihr habt als Beschenkte und als Schenker viel Freude mit meinen Ideen und kommt eventuell auch auf neue Ideen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr eure Ideen, die ihr vielleicht selbst schon entwickelt habt, wenn ihr die unten in die Kommentare schreibt, mit den anderen, die dieses Video gucken, teilt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr jemanden kennt, der ein Geschenk für einen Fotografen sucht oder fotografische Geschenkideen sucht, wenn ihr in dieses Link, den Link dieses Videos weiterleitet, das teilt und auch ihn informiert, dass er sich dieses Video angucken kann. Ein Abo macht nicht wirklich Sinn, wenn ihr nicht selber Fotografen seid, weil das ist ein sehr spezialisierter Fotokanal. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja trotzdem mal wieder. Vielleicht im nächsten Jahr bei einer Einsteigerreihe zum Thema Fotografie.